da träumen viele von. Und dass ich jetzt mein Debüt hier geben kann, meine Heimpremiere vor 28.200 im Derby, im Freitagabendspiel. Ich glaube, da habe ich vor ein paar Jahren vielleicht von geträumt, dass das so passiert. Und jetzt ist es passiert und deswegen freue ich mich umso mehr auf den Freitag. Wir hatten ja Samstag, Sonntag ein bisschen frei, Kräfte sammeln. Dann sind wir gestern Morgen in den Kraftzirkel eingestiegen, mit anschließend einem 30-minütigen Lauf. Müssen die zwei Tage wieder reinkriegen, die Beine, damit wir nicht dann am Nachmittag kalt reinstarten. Am Nachmittag dann viel gearbeitet, dann auch schon mit Ball wieder. Und uns ja auf die Themen halt vorbereiten, die uns bevorstehen. Mit Essen, mit der Spielart und darauf bereiten wir uns jetzt vor. Und ja, heute haben wir damit weitergemacht. Ein paar Spielformen und läuft sehr gut. Die Jungs sind heiß. Ich glaube, so ein Spiel kann man ein bisschen mit dem DFB-Pokal vergleichen, weil da kann alles passieren. Es ist ein Derby. Die Hütte ist voll. Wir spielen zu Hause. Man kann natürlich immer sagen, okay, die haben jetzt 5-1 verloren, auch gegen Aufsteiger. Aber ich glaube, das spielt dann am Freitag überhaupt gar keine Rolle mehr, weil dann wird es ein ganz, ganz anderes Spiel. Selbstverständlich. Einfach aufgrund der Historie und dass es halt ein Derby ist. Das Wort reicht eigentlich schon, um zu sagen, dass es nicht das gleiche Spiel wird wie letzte Woche, auch nicht für uns. Nur diesmal spielen wir zu Hause. Darauf freut man sich eher. Es ist eher so ein positives. Vielleicht ein bisschen aufgeregt sein, aber ein positives aufgeregt sein, weil man einfach Bock drauf hat. Auch da dann gut zu performen als Mannschaft. Es gibt nichts Geileres. Es ist eigentlich ein perfekter Tag kann es werden, wenn am Ende die Punkte stimmen.